Hallo und herzlich willkommen zu den Haas Steuernachrichten. Folgende Themen stelle ich Ihnen heute vor. Erstens, Forderungsverzicht eines Gesellschafters in Zeiten der Abgeltungssteuer. Zweitens, Eigenkapital ersetzende Gesellschafterdarlehen bei Auflösung einer Kapitalgesellschaft. Drittens, Änderungen durch das verabschiedete Bürokratieentlastungsgesetz. Seit Einführung der Abgeltungssteuer sind grundsätzlich sämtliche Wertveränderungen bei Kapitaleinkünften steuerlich zu berücksichtigen. Im Urteilsfall verzichtete der Kläger zum Teil auf eine Darlehensforderung gegen die Gesellschaft, an der er zu 10% beteiligt war. Er erwarb die Forderung in Höhe von 800.000 Euro zu einem Kaufpreis von 364.000 Euro. Der Kaufpreis entsprach nach Ansicht des BfH dem werthaltigen Teil der gesamten Forderung und beurteilte den Verzicht als auf den nicht werthaltigen Teil der Forderung entfallend. Somit war hier, laut BfH, der Verlust nur nicht abzugsfähig, da hierfür keine Anschaffungskosten entstanden waren. Wichtig für uns für die Praxis: grundsätzlich bestätigt der BfH hier aber, dass der Verlust einer nicht werthaltigen Forderung nach Einführung der Abgeltungssteuer steuerlich bei den Einkünften aus Kapitalvermögen zu berücksichtigen ist. Voraussetzung ist dafür, dass Anschaffungskosten vorliegen. Und hieran fehlte es im Urteilsfall. Mit Einführung des MOMIG in 2008 wurde das bis dahin geltende Eigenkapitalersatzrecht aufgehoben. Die bisherigen Grundsätze wurden bis zum BfH-Urteil vom 11.07.2017 weiter angewendet, indem er mitteilte, dass dies nur für Sachverhalte gilt, die bis zum 27.09.2017 verwirklicht worden sind. Mit dem jetzigen Urteil bestätigte er seine Vertrauensschutzregelung. Führt eine Kapitalgesellschaft ein Gesellschafterverrechnungskonto und weist zum Bilanzstichtag Gesellschafterverbindlichkeiten aus, so gilt die Feststellung des Jahresabschlusses nach Ansicht des BfH als Indiz dafür, dass diese Forderung dem Gesellschafter zusteht. Der BfH erkannte in diesem Fall die Gesellschafterforderung an. Und zum Schluss möchte ich Ihnen die wesentlichen Änderungen durch das dritte Bürokratieentlastungsgesetz mitgeben, welches am 8.11. die Zustimmung des Bundesrats erhalten hat. Die wesentlichen Eckpunkte, die interessant sind für uns für die Praxis, die gelten ab dem 01.01.2020. Erstens, vierteljährliche Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen für Firmengründer. Zweitens, die Erhöhung der umsatzsteuerlichen Kleinunternehmergrenze von 17.500 Euro auf 22.000 Euro. Dann haben wir kürzere Aufbewahrungspflichten von elektronischen Steuerunterlagen. Was bedeutet, dass bei einem Wechsel der Steuersoftware die bisherigen Programme nur noch 5 Jahre und nicht mehr 10 Jahre lang im Betrieb gehalten werden müssen. Voraussetzung ist, dass die Steuerunterlagen 10 Jahre lang auf einem Datenträger gespeichert sein müssen. Der gelbe Schein als Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung entfällt zukünftig. Das bedeutet, dass die Arbeitgeber die krankheitsbedingten Ausfallzeiten direkt elektronisch auf Abruf von den Krankenkassen gemeldet bekommen. Und auch der papierhafte Meldeschein in Hotels wird abgeschafft und durch ein elektronisches Meldeverfahren abgelöst. Das war's für heute. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website und den Social-Media-Kanälen. Abonnieren Sie die Steuernachrichten und schreiben Sie uns Ihr Anliegen in die Kommentare. Das erste Thema finden Sie ausführlich hier oben in der Infobox. Tschüss und bis zur nächsten Woche. Alles Gute, bleiben Sie gesund.